Hallo und herzlich willkommen zu dem sechsten Teil vom Let's Play Beyond Good and Evil. So, wie im letzten Teil schon angekündigt, wir müssen jetzt eine Sicherung für den etwas kaputten Aufzug finden. Da ist ja schon irgendwie ein Raum, der heißt, oder ein Abgang, der heißt irgendwie Elektrikraum. Dann würde ich sagen, gehen wir da mal runter und schätzen und hoffen da mal, dass da eine Sicherung ist. Da. Dieses alte Schwein kann vielleicht nicht fliegen, aber es läuft immer noch wie ein Frischling. Der Ventilator, er stellt den Kontakt her. Wir müssen ihn in die richtige Richtung drehen. Identifizierung. Okay. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständig. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie voll. Ein Sternkurs stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Könnte ich, würde ich mal sagen, können wir nichts mehr weiter. Gehen wir mal weiter. Da wieder hoch und da hinten ist dann noch mal so ein Abgang. Gehen wir da mal rein und schauen, was da so steht. Labor. Jetzt hat's. Schaut man sie denn. Lastenaufzug direkt voraus, Jade! Sie kommen von überall her! Das heißt mal, wir sind irgendwie so der Art drinnen. Und diese Spinnen haben eine kleine... Aus! Nicht auf mich! Nein, nein, nichts zu danken. Dein strahlendes Lächeln ist mir genug. Ja, ich gebe dir gleich strahlendes Lächeln. Los geht's. Also die Spinnen haben einen gemeinsamen Keim mit den Gegnern, auf die wir später zutreffen. Wo willst du hin? Ich sehe mich da drüben mal um. Okidoki, ich sitz wohl hier fest. Sei vorsichtig! Mach dir keine Sorgen. Hast es, Shawnee. Das ist der erste Beweis. Die Gouverneurin wird jetzt bereit sein, dir den Code zu schicken. Hier, was weiß ich eigentlich auch nicht. Nutri-Pillenfabrik. Geschützter Verschluss. Den Code sollten wir finden können. Ich bleibe in Kontakt. Okay. Also jetzt heißt es nur, wie sagen die vom Raumschiff Enterprise?
Price. Hey, keine Ahnung. Nasenbohren. Das können wir nur noch Nasenbohren an Eier schauen. Das sollte funktionieren. J4, Diskwerfers Zielmodus um aktivieren Umschalter, also die Kamera zielen mit Maus und WS und schießen mit rechter Maustaste. Schießen. Das ist Double Edge. Oh. Bist du okay? Sie haben mein Gehirn weich gekocht. Bist du unser Kontakt? Bist du Double Edge? Nein, weiß nicht. Sagt dir das Iris-Netzwerk irgendwas? Hören Sie, Frau Iris. Jade. Mein Name ist Jade. Und ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie wir hier wieder rauskommen. Dabei könnte ich behilflich sein. Also bist du Double H? Double H, Triple Z, wie Sie wollen. Fragen Sie mich nicht. Ich weiß nur, noch 10 Minuten länger und ich wäre Geschichte. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Und deshalb können Sie auf mich zählen, Miss Iris. Jade. Mein Name ist Jade. Zu Diensten, Miss Jade Iris. Da, Perle. 3 Perlen schon wieder. Jetzt soll ich das kaputt machen. Carlson und Peter! Miss Harris, keine Angst, alles in Ordnung. Ich finde einen Weg hier. Ja, er hat eindeutig einen gefunden. Da ist auch die nächste Speicherstation. Immer speichern, würde ich euch empfehlen. Selbst bei Spielen, die nicht speichern, immer speichern, egal wie. Dieses Monster ist seit Tausenden von Jahren ausgestorben. Ja. Nein, die Doms haben es. Ha!
Danke, Jade. Ohne dich wäre ich mit einem Apfel im Mund auf einem Silbertablett gelandet. Mm. Sei ruhig. Du machst mir Hunger. Ich bereue schon, dich gerettet zu haben. Wir haben eine E-Mail von Double H bekommen. Du hast ihn gefunden. Bemerkenswert. Er sagte, du sollst dir keine Sorgen machen. Er findet den Weg allein. Mhm. Ah ja. So, also. Hier, das müssen wir zusammenbekommen, da es eh schon eigentlich halb kaputt ist. Paige, ich habe eine Energiequelle gefunden. Okay. Ich weiß ja nicht, was der TÜV dazu sagen würde. Aber gleich wissen wir, also, jetzt muss ich noch auf zurückgreifen. Ich habe ja mal, glaube am Anfang gesagt, dass ich das Spiel 2, 3, 4 Mal durchgespielt habe. Aber darauf muss ich jetzt nochmal zurückgreifen, da man den Raum eh nicht sieht. Wollte ich jetzt nochmal rein, weil man da auch noch was finden kann oder fotografieren kann. Man muss aber erstmal die Sachen hier verschieben. Faules Schwein. Jetzt geh aus dem Weg! Geh mir aus dem Weg! Hey, und ich dachte, du hättest nur ein hübsches Gesicht. Ja. Na, nein. Nein. Wieder zurückschieben. Super. Können wir doch. Das ist der Kühlraum. Hier lagern sie ihre ekligen Nutri-Pillen. Keine Ahnung, was das ist, aber Hauptsache. Aedes Raimanis. Perfekt. Ich datiere es. Dann laufen wir hoch und dann in den Elektrikraum, da wir ja die komischen Sachen nicht abschießen können. Genau das, was wir für den Aufzug brauchen. Ja. Wir brauchen einen Spezialschlüssel. Seltsam. Da liegt so etwas. Und da ist. Merkt. Ah, ein Spezialschlüssel für Miss Jade. Direkt voraus. Das ist jetzt etwas mehr. Ich bewundere deine Art, mit Wächtern umzugehen. Wow, das war jetzt, glaube ich, wirklich sinnlos, noch den Status zu essen. Jetzt habe ich den Schlüssel.
Jetzt kann ich auch auf den Marktplatz da gehen. Eindringlinge! Eindringlinge! Zerstörungsprozedur! Zerstörungsprozedur! Das werden wir ja sehen, ihr Paradies! Das macht mich krank, all diese mechanischen Wunderwerke platt machen zu müssen. Abstellen und dann können wir Digitalisierung abgebrochen. 60 Ampere, sie helianische Norm. Mein Gott, irgendwie, ja. Ja, würde ich mal sagen, die Zeit ist schon wieder vorbei. Leider, würde ich sagen, wir stecken noch schön die Sicherung da rein. Ich hab's, Paige. Ich konnte die Sicherung wieder einbauen. Er scheint's wieder zu tun, Jay. Aber ganz schönes Flickwerk. Lange wird das nicht halten. So, meine Freunde. Das ist natürlich das gleiche Speicherwerk, was ich im letzten Let's Play bedient habe. Ja. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst Kommentare da, wie ihr das Spiel bis jetzt findet, ob ihr euch es holt oder ja. Und vergewaltigt natürlich den Like-Button wie ein ungezüchtet. Angst und ich würde nur noch sagen, viel Spaß und viel Glück beim Zocken und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Let's Play.